Hallo und herzlich willkommen zu unserem Lehrvideo zum Thema Entsorgungslogistik in Deutschland. Legen wir doch gleich los. Hier seht ihr die JLS GmbH, ein kleines, aber feines Unternehmen, das fantastisch tolle Waren produziert. Leider fällt bei der Produktion auch eine fantastische Menge Abfall an. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz verpflichtet die JLS GmbH als Erzeuger der Abfälle dazu, sich um deren Verwertung und Beseitigung zu kümmern. Da die JLS GmbH mit dem Produzieren ihrer Waren viel zu beschäftigt ist, sucht sie sich einen Entsorgungsdienstleister, der das für sie übernimmt. Und hier kommen wir ins Spiel, JAP Logistik, Ihr Spezialist für umweltbewusste Entsorgung. Nach einer ausführlichen Beratung und einer Bedarfsanalyse haben wir für die JLS GmbH einen individuellen Entsorgungsplan erstellt. Dieser beinhaltet unter anderem die Entsorgung von Sondermüll und Chemikalien sowie den Altpapier- und Wertstoffhandel. Der Vorteil: Wir übernehmen den gesamten Vorgang der Abfallentsorgung zu einem günstigen Gesamtpreis, während sich die JLS GmbH auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren kann. Um die Arbeit zu erleichtern, stehen auf dem Gelände der JLS GmbH große Abfallcontainer, in denen der Abfall bereits sortiert und getrennt wird. Während die Abfälle zur Beseitigung fröhlich zur nächsten Deponie transportiert werden, haben die wiederverwertbaren Abfälle einen längeren und aufregenderen Weg vor sich. Erster Halt: die Verbrennungsanlage. Hier erfolgt Energiegewinnung durch das Verbrennen der nicht recycelbaren Abfälle. Währenddessen sind die recycelbaren Abfälle auf dem Weg zu den nächsten Zielen, dem Wertstoffhof und anschließend zur Recyclinganlage. Hier erfolgt die Rückgewinnung von wertvollen Rohstoffen aus Abfällen. Diese Rohstoffe werden später wieder zur Produktion von neuen, fantastisch tollen Waren in ganz Deutschland verwendet, wodurch nachhaltig die Umwelt geschont und Ressourcen eingespart werden. Somit profitieren wir alle davon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und ihr habt ein bisschen was gelernt. Bis zum nächsten Mal.